Moin, was geht ab? Ich bin Henke. Wir sind hier bei Mami, I'm sorry. Und heute habe ich zu Gast Bowie Tatau. Hi, ich weiß nicht, was ich hier zu tun habe. Oder was hier passiert. Du weißt, was du zu tun hast. Das frage ich dich nämlich jetzt. Du bist nämlich Store Manager von Mami, I'm sorry. Richtig. Quasi die erste Instanz, wenn man hier reintritt. Ja, und dann sieht man direkt dein schönes Gesicht. Du kümmerst dich um den ganzen Kram hier, ne? Genau, das tue ich. Ich schaue immer, dass alle Artists alles haben, den Kunden es gut geht. Ja. Nice, nice. Damit alle halt ja, arbeiten. Wie hat das alles hier angefangen? Wie bist du quasi hier in die ganze Geschichte reingerutscht? Ich habe ja ursprünglich Tattoo-Artist werden. Ja. Ich fand es dann irgendwann so interessant, was hier alles passiert durch die ganzen Guests, dass ich irgendwann mehr auch unter anderem mehr wissen wollte. Mhm. Und dann habe ich mich da reingefuchst und jetzt bin ich hier und vermisse es auch gar nicht zu tätowieren. Also ursprünglich wollte ich einfach nur normaler Tattoo-Artist sein. Genau, Tattoo-Artist und dann noch halt noch ein bisschen mehr den ganzen Input, den man hier bekommt, die ganze Knowledge einfach. Du bist ja quasi auch ein Eigengewächs, ne? Also du hast hier auch gelernt. Genau. Sozusagen. Ja. Unter Silas, gehe ich mal von aus. Genau. Also seit wann bist du hier? Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren hier. Sehr gut. Ich meine, man sieht ja auch, du bist schon fleißig zugehackt worden. Dazu gibt es auch noch ein anderes Video, ne? Die Tattoo-Tour. Aber auf Englisch müsst ihr natürlich, müssen die Native Speaker, ja. Müsst ihr einen Native Speaker ein bisschen rausholen. Sorry für mein Englisch. Everything worked perfect when the day begins. Genau, die meisten Tattoos habe ich hier bekommen. Mhm. Nach und nach, innerhalb 2 Jahren. Bevor ich hier begonnen habe, hatte ich dieses Tattoo. Das habe ich mir mit knapp 18, wo ich 18 geworden direkt bin, direkt 18, ja. Ab unter die Nadel. Ach du Gute. Das Tattoo, das habe ich auch hier gestochen bekommen, aber es war auch vor meiner Zeit hier, bevor ich hier angefangen habe. Also wie kamst du dazu, dass du dich so für Tattoos interessiert hast? War das damals so durch irgendeine Sendung oder hast du über Social Media das ganze Ding so ein bisschen für dich entdeckt? Ich wollte ja schon immer irgendwas mit Kunst machen und für mich war das halt, es gehört einfach dazu, dass ich mich einfach voll tätowieren lasse oder nicht voll tätowieren lasse. Ich wollte schon einige Sammlungen haben. Am Anfang habe ich gesagt, halt, ich zeichne ja so gern, ich will unbedingt Tattoos von meinen Sachen haben. Aber wo ich mich dann mit mehr beschäftigt drauf mit habe, war es dann so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ich will einfach sammeln oder halt von anderen Künstlern Kunst haben. Ja, yeah. Ist so nice. Du kriegst ja quasi so die Werke anderer Künstler auf dir rum, ist ja auch stark. Du bist auch obendrein, da merkt man auch ein bisschen deine kreative Art, du bist auch viel mit den Designs hier beschäftigt. Ne? Du machst viel Designzeug für Mami, I'm sorry, alles was so für die ganzen Corporate-Geschichten so wahrscheinlich verantwortlich ist. Läuft alles über Bowies Hand. Ich weiß nicht, du hast ja noch ein Team hinter dir, da hast du ja noch deine anderen Shop-Manager, deine Assistants quasi, die sozusagen die Terminvereinbarung machen etc. Ja. pp. Sprich, wenn ihr herkommt, ihr macht einen Termin aus, ihr wollt euch tätowieren lassen, läuft jetzt ja alles über die Mail, läuft alles über die Webseite. Das wird dann alles von deinen Kumpanen abgefangen. So. Und letztendlich werden dann mit euch die Tattoos durchgesprochen. Oder es wird ein Termin gemacht, dann werden die Tattoos durchgesprochen. Und dann landet ihr auch hier und lernt Bowie kennen. Ja. Kommen wir sonst zu deiner Person nochmal so ein bisschen. Was machst du denn jetzt alternativ, sag mal, wenn du jetzt nicht gerade bei Mama im Story hinterm Tresen stehst, was machst du sonst so den ganzen Tag? Was machst du zu Hause? Ich habe gesehen, wir haben ja auch mal drüber gequatscht, du hast mit Gitarre angefangen. Ja. Bist so ein bisschen in die Musik rein, wie läuft's da? Seit Corona habe ich mir eine Gitarre angeschafft. Ja. Ab und zu mal zeigt mir meine Freundin ein bisschen was. Also sie gibt mir sozusagen Gitarrenunterricht. Das ist auch jetzt aber auch geil. Das ist eine coole Aktivität quasi. Ja. Hast du vorher irgendwie schon musikalisch schon ein bisschen Hintergrund? Oder gar nicht eigentlich. Also ich würde mich schon als arg unmusikalisch bezeichnen. Ich habe Probleme zum Beispiel, wenn ich auf einem Konzert bin, wenn Leute im Takt klatschen. Ehrlich? Ich erkenne den Takt nicht. Ich orientiere mich dann an das Publikum und klatsche dann mit. Das ist schon problematisch. Ja. Ey, das ist aber auch das Schlimmste, glaube ich, für so einen Musiker, da so ein Artist auf der Bühne steht und die Leute verklatschen sich komplett. Ja. Ich glaube, das passiert ja immer so bei ZDF-Fernsehgarten, die ganzen alten Leute. Soll sich da irgendwie zu weiß ich nicht, Helene Fischer einen abklatschen so, und kriegt dann auch nicht geschissen und die fällt dann völlig aus dem Takt raus, die Frau. Also zum Glück ihre Indies drin, naja. Wie dem auch sei. Kann man noch erzählen? Ich habe nie ein Interview gemacht. Freunde, das war's dann hier mit dem Flotten-Interview mit Bowie. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Wenn ihr noch weiteren Content sehen wollt zu Mami, I'm sorry, könnt ihr hier aufs Video klicken. Hier gibt's die Tattoo-Tour zu Bowie und hier gibt's noch weiteren Content. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dann vielleicht wieder mit AJ oder auch nicht. Macht's gut, Jungs. Ciao.